Ich bin wieder zurück. Da bin ich wieder. In voller Länge für euch. Mit ein paar Sprüchen. Und mit voller Härte. Nein, Spaß auf Seite. Ich war 2 Tage lang gebannt auf Twitch. Weil ich Spider-Man 2 2 Tage vor Release gestreamt habe. Kann passieren. So ist es. Fertig, aus dem Ende. Da bin ich wieder. So. Kommen wir wieder zum Tagesgeschäft. So, geil, da bin ich wieder, ich sage immer auf YouTube Stream, na, das ist für Videos geil, aber zum Stream, das ist so langweilig. Hier fühle ich mich wieder daheim. Das ist meine Hut. Was habe ich denn überhaupt für ein Spiel drin? Kein Spider-Man? Doch, oder? Doch, Spider-Man. So, warten wir einen Moment. Geil. Gleich fange ich an. Servus, servus. Hey, Mike ist weg. Servus, was geht bei euch, ey? Danke, danke. Bin jetzt wieder in der Hut auf jeden Fall, ne? Geil, ey. Ich fühle mich schon wieder ganz anders. Ich fühle mich so aufgefrischt. Die letzten 2 Tage waren wirklich die Hölle für mich. Na, servus, servus. Nur Liebe und Sahne. Hier ist sie. Nur Liebe und Sahne. Ja. Echt? Heute Geburtstag? Bevor ich dir gratuliere, wie jung bist du geworden? Mir geht's heute blendend wieder. Ich kann jetzt wieder auf Twitch streamen mit Spider-Man. Ich wollte mir noch die Deluxe Edition holen, na? Einen Moment. Also das Upgrade. Ich bin offline? Okay. Ey. Dann wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag, Kevin. Bist du das Geburtstagskind hier in der Runde? Danke dir, Gio. Der Dienstälteste, ja, der stimmt. Aber ich bin auch der Fresheste, ne? Servus, Serka, was geht? Servus, Helva. Und der Spritzigste, ey. Nix bei mir. Bei mir. Ich zocke jetzt Spidey. Einen Moment. Also, du hast wirklich Geburtstag heute, Kevin. Echt? Krass, ey. Einen Moment. Ich will mal kurz. Was hast du denn gegessen? Erzähl mal. Genau, gratuliert dem jungen Mann mal. Crazy, ey.
Servus Nick, was geht? Ach geil, ey. Danke, ey. Erstmal ein großes Danke, dass alle wieder da sind. Na, ich muss euch sagen, ich habe euch schon vermisst, ne? Nicht, dass ich jetzt denke, ich wäre irgendwie vom anderen Ufer, aber ich muss sagen, mir hat es schon gefehlt hier. Na, auf YouTube ist ja für den Arsch irgendwie. Krasse Sache, ey. Hotel YouTube ist vorbei, ja. Ich bin auch froh drum. Ich habe gestern wirklich überlegt, gar nicht zu streamen, aber na, was soll ich sagen? Gibt Schlimmeres. Ich werd mir das Ganze auf jeden Fall nicht mehr erlauben. Es ist halt einfach so, ist passiert und drauf geschissen. Na, auf jeden Fall geht's jetzt gleich los mit Spider-Man. Schon immer waren wir Brüder gewesen. Wer spielt denn von euch alles aktuell Spider-Man? Kevin, spielst du Spider-Man? Spielst Spider-Man 2? Du, Nick? Spieler Kevin? Oder ist er nicht mehr da? Hast du irgendeinen Code gekriegt? Servus, Bass. Hast du einen Code gekriegt für Spider-Man? Ich habe noch einen Code übrig. Ich würde ihn dir schenken, weil du heute Geburtstag hast. Ich brauche ihn nicht. Na? Da sind zwei Anzüge dabei und ein paar Skillpunkte. Wenn du willst, kannst du ihn haben. Ist mein Geburtstagsgeschenk an dich. Kannst aber nur auf der PlayStation einlösen, ne? Wenn du willst. Ich hab ihn hier in der Hand. Ne? Wenn du willst, ich. Weißt du was? Ich schicke ihn dir einfach und fertig. Ich kopiere es, krieg's von mir als Geburtstagsgeschenk. Du nimmst auch ein paar Genitalien, das war mir schon klar, ne? Gerne spielen und Plays. Warte, ich schick's dir. Du bist nicht online, oder? Wo bist du? Da habe ich dich. Vor 14 Minuten. Da hast du es. Hier ein Code. Ich hab's dir geschickt. Na, kannst gleich schauen. Only Mike. Hab bekommen, danke, das freut mich. So, kommen wir jetzt zum Zocken, oder? Alter, mir ist so warm heute. Wartet mal. Ich drehe hier durch. So. Bist mit App, ja, ich hab's jetzt geschickt.
Du warst. Endlich geht's los. Also, ich muss euch was erzählen. Ich habe meiner Freundin letztens erzählt, dass ich hier im Stream meine Nike Boxer Shorts gezeigt habe, na? Und sie ist gar nicht drauf klargekommen. Natürlich habe ich noch ein bisschen provoziert. Ich habe gemeint, es waren einige Frauen im Stream, was ja auch so war. Ich schaue mir hin und wieder mal die Liste an und sie ist gar nicht drauf klargekommen, na? Aber ich habe gemeint, das wird auf jeden Fall noch öfters passieren, ne? Ich habe jetzt für 10 Euro das Upgrade gemacht. Aber was spiele ich auch unglaublich, oder? Hey, schau mal. Ich arbeite an einer Kurve. Schau mal jetzt nochmal an. Und soll gibt's Gürtel? Auch oh, spektakulär. Hast du ich spiele auf unglaublich. Da kommt sowieso nochmal. Ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt. Habe einen Bachelor in Biophysik. Neues Spiel Plus ist schon auf dem Weg, ne? Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche einer anderen großartigen Frau nachzueifern, meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Octavius! Von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist wie die Samen. Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und wie ich finde. Also meine Samen, die rennen in Lichtgeschwindigkeit. Ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... Geil! Warum fängst du keinen neuen Entwurf an? So, das kenne ich ja schon, ne? Hab ja vor 2 Tagen schon gespielt. Wir sind bereit. Alles okay? Ja, für 30 Minuten und das war's dann. Wenn das nicht klappt. Und danach habe ich erstmal einen Bann gekriegt. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren.
Niemals werde ich dich. Der neue Spider-Cork. Spider-Cork. Ist die Viagra Edition. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Oh, der Peter. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer. Oh. Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach... Ja, auf jeden Fall, ey. Stichwort Oberflächenspannung. Morales? Wie Morales? Okay. Das ist Morales, ja? Und drüben ist Peter. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm? Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einfällt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales. Beim Jackson. Können Sie das wirklich? Der kriegt seine Hose nicht mal alleine zu. Bestimmt. Holges burned. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauche diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Eine Tafel 187. Marco, warum heute? So, danke, Alex. Ich bin sowas von gefeuert. Krass, schon 3 Monate, ey. Krass, wie die Zeit vergeht, ne? Krass. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, okay. Ich hab gesagt, komm pünktlich. Heute brauche ich keine Angst haben, dass irgendjemand meinen Stream beendet. Ich habe auch letztes Mal habe ich keine Angst, ne? Aber ich brauche mir keine Sorgen machen. So rum. Dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Hey MJ. Hey Jungs. Ihr solltet schnell nach Downtown. Viel zu lange hier schon. Hat sich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar. Das ist erst der Anfang hier. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Spätestens bei GTA 6 dann. Zeigen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Dann wird hier alles explodieren. Und zu GTA 6 werde ich kündigen. Wenn es kommt. Hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Dann gibt's 24/7 nur GTA-Streams. Und GTA-Videos auf YouTube. Es gibt nur GTA-Content. Von früh bis abends. Das sind Prototypen. Auch wenn ich schlafe, gibt's GTA-Content. Kein Kommentar. Alle werden da sein. Außer einer möchte nicht mehr. Na? Achtung! Alles okay? Ja! Ich glaube, wir haben ihn! Marco! Was zum... Das ist Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Hat er etwa Hunger?
Der Große braucht einen Snack! Wie ist das da? Lenk ihn ab! Ich hab die Idee! Oh Mist! Schlafstream! Etwa immer noch sauer, Marco? Wie wär's mit Yoga? Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht, peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Es wird alles wieder gut. Spider-Man! Nee, nächstes Jahr, denke ich. Heiß und fettig! Nächstes Jahr Oktober. Mini Markus? Ich wünschte, ich könnte das. Hab ihn abgesetzt, nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat. Kein Einzelfall. Feldman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt. Was zum? Das kann er! Offensichtlich! Ich brauche dich! Mr. Parker? Tut mir leid, wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich, Direktorin! Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Mr. Parker? Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur... Das klappt? Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg. Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Fast geschafft. Wie läuft's bei dir? Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann, flieg ich von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gibt Ärger. Sandman! Ich diesen Namen hasse. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Oh shit, ich will trinken. Auf jeden Fall. Falsche Richtung. Lust auf Netze? Sind selbst gemacht. Er ist betäubt. Jetzt schlag zu. Hat hier jemand Wasser bestellt? Nein, 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 nein!
schnell wirst du mich nicht los. Das ist ein Fall für Genki. Genki, bist du da? Alter, wie krass. Ich weiß. Pass auf. Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street. Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Sie auch, Mr. Pasch. Mach ich. Ja, wisst ihr, was ich das sehen will? An die God of War Teile von früher, wenn Kratos gegen so ein Riesenmonster gekämpft hat. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Jetzt Zeit für den Wetterbericht, Spider-Man. 100% Regenrisiko. Genau da wollen wir ihn haben. Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Ist er immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Vielleicht war ich dazu voreilig. Und er wird definitiv größer. Letzter Banker, wir sind fast da. Der Wassertank. Der Wassertank! Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich. Ich hab's gesagt, du erstmal. Weiter, Miles. Ich wollte nur ein normales Leben. Das ist doch möglich! Jetzt ist es zu spät. Oh Mann! Finisher gab's ja auch noch. Oh, warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? War alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Deckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich hab noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Quiero, Miko. Wie Ma schon sagte, New York braucht uns. Okay, das kann warten, Mike. Pass auf!
geschafft! Der Tank gehört uns! Jetzt gehört er ihm! So! Hey, sorry! Hab ich was verpasst? Hey, sorry! Wer will mich fressen? Dann geben wir ihm lieber was zu trinken! Haben wir es geschafft? Sexy aus, ey. Her mit den neuen Spielzeugen! Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen! Oh shit! Die Netzflügel! Sie fliegen! Das war's noch nicht! Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Ich brauche dich sofort, Miles. Ja, ich sehe ihn. Bin hinter dir. Miles! Miles! Worauf habe ich mich eingelassen? Beruhige dich, Marco. Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Du sorgst dich um sie, aber nicht um dich. Auf Marco Danke, Job. Servus. Oh, was läuft? Der. Irgendeine Idee? Ja, die Klasse ist wieder vereint. Unterricht! Markus Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Pulgurit. Genau wie bei den Minis. 1+. Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn. Soll der Blitz krachen? Hältst du das aus? Finden wir es raus. Bei mir dasselbe. Bei mir geht auch nicht viel, ey. War ich eingeladen, Call of Duty zu spielen? Warum kriege ich hier überhaupt Einladungen zu? Oh, wie genau willst du einen Blitz umlenken? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Ja, aber ich sehe nichts durch die Maske. Das ist ein großes Problem. Man sieht richtig schlecht dadurch.
Ich hab Sand. Ich hab, überall. Weil die so vernetzt ist vorne, sieht man nicht viel auf jeden Fall. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Uns holen? Das Alter macht dich langsam, Sergei. Mit eingeschwängeln. Pro Sub 5 Minuten. Das wirst du nicht erleben. Also, ich will pro Sub 5 Minuten, dann ziehe ich die Maske auf. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast pro Sub mache ich. Ich ziehe sie auf, ja? Pro Sub 5 Minuten. Ihr habt mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Oh Mann, ist der krass, Alter. Oh, ist der krass, ey, der Joe. Fuck, ey, aus der Sache komm ich jetzt nicht mehr raus, ne? Ein Moment, danke dir erst, ne? Warte mal. Einen Moment, vielleicht kriege ich das hier raus. Die App spinnt. Das ist aber. Pete, siehst du das? Ich sehe halt echt schlecht durch die Maske. Ich muss mir noch mal was einfallen lassen. Oh Mann, ey! Geschafft, du bist sicher. Jetzt sehe ich aus, als würde ich aus dem SM-Studio frisch kommen, ne? Ja, ich auch. Hey, Genki? Wartet mal! Die ganze Scheiße, jetzt sehe ich nichts mehr! Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte! Ich probiere mal was. Mach schnell! Direkt vor dem App-Ausfall gab es einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Ein Moment, wartet mal. Ich fange von vorne an, die 25 Minuten. Oder wie viel waren es jetzt? Fuck, Alter, eine Stunde fast. Wartet mal. Wartet, ich muss da was reinmachen. Ich sehe wirklich nichts. Schaut her, man sieht gar nichts dadurch. Na?
So. Oh, geil, ey. Was? Was ist passiert? 50? Okay. Jetzt. Ich muss. Weil ich könnte. Das ist so vernetzt. Ich habe gar nichts gesehen, ne? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ne, dass ich der Spider-Man bin mit dem dicksten Bizeps. Ne? Das soll Spaß sein, aber es ist auch irgendwie Fakt, ne? So, jetzt besser, oder? Ist jetzt besser? So kann ich auch eigentlich immer streamen, oder? Bin unterwegs. So ein Chaos. Marco. Oh Mann, ey. Gefunden. Ich komme. Sekunde. Alles okay? Jetzt schon. So. Danke. Spider-Man, der Chief braucht dich. Vergessen den Tiger. Den Tiger. Spider-Man, hast du Zeit? Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Bin dran, Chief. Also wenn ich Dark Souls 2 streame, dann auch mit Maske, oder? Was? Auch mit Maske? Mit einer Maske? Ein Timer? Also ich lade, der Timer beginnt ab jetzt. 50 Minuten, ne? 50, ja. Mr. Parker, ich brauche Hilfe, um die App wieder online zu bringen. Was brauchst du? Oh Mann, ey. Wolf und Lafayette. Wie ist der Plan? Die Telekommunikation wird noch stundenlang lahmgelegt sein, also erzeugen wir unser eigenes Netzwerk. Hast du dir was vorgenommen? Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der 7. Klasse davon, aber planen? Ah, seit 2 Minuten oder so. Es sollte dort einen Starter geben. Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. 2120, ja genau. In großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar, hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen will. Okay, was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut. Du musst schnell etwas bauen. Hab dir die Pläne geschickt. Sind da. Sieht aus wie eine Drohne. Wir spionieren niemanden aus. Oh nein, alles mit Zustimmung. New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschaftsdatenpunkte. Es fehlt mir hier noch ein Loch. Habe ich gerade einen Freund? Obwohl, brauche ich nicht, ne? Servus, Nathan. Das war so cool. Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Ja, das ist richtig geil zum Lenken, ey. Das ist richtig fresh. Was läuft, Nathan? Ich benachrichtige die App-User. Eine Maske. Gibt's irgendwie eine Maske von Wir haben's geschafft. Wieder am Werk.
So Fähigkeiten. Ich habe mir die Karte noch nicht mal angeschaut. Egal. So, jetzt. Jetzt ab in den Fertigkeitsbaum! Wollte eigentlich Porn abschauen, jetzt bin ich in der SM-Abteilung gelandet, ja. Hier, es nicht Platin Mike, sondern ja, ich bekomme hier, auch wenn hier kein Loch ist für den Mund oder so, bekomme ich von der Luft her, ist es gut. Weil die lässt Luft durch. Die Kratos-Maske lässt gar keine Luft durch. Na? Das passt schon alles so. Ich werd euch Bescheid sagen, wenn ich keine Luft mehr kriege, okay? Ach krass, ey. Stopp. Ich habe Fertigkeiten. Da Baum wechseln. Spidersprung. Gewehr schwanger mit Gras kriegen. Vorhin poniert das Angriff dann. Du rufst einen Krankenwagen, okay, ey. Na los, auf geht's. Na los. Wir haben jede Menge Zeit. Die Cops haben mit dem Sand zu tun. Räumen wir den Laden aus. Na los, aufladen. Er ist hier. Zerquetscht. Waffendiebstahl? Nicht mit mir! Halt dich an den Plan! Da kommt gar was! Wer gründet bitte einen Waffenclub in der Stadt? Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Wie einem Club für Komplimente. Die schaden niemandem und sind umsonst. Zum Beispiel... Du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Na los, Spinne. Hey, das klingt echt gut. Weniger Waffen, mehr Komplimente. Der Strick und... So. Direkt hier. Das waren viele. Wollten das Sandchaos in der Boah, Stadt... Boah, geil, ne? Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Da kommen noch mehr. Also ich werde wahrscheinlich nochmal mir von dem Spider-Man, von dem Teil davor, das werde ich mir nochmal für die PS4 herunterladen. Und ich werde es auch nochmal auf Platin spielen. Na? Habe ich jetzt so entschieden. Ja, 1 und 4, wie mehr in den Lumsi haben wir locker so runter noch einen Hinflug. Boah, fuck, Alter. Ja, Sony ist halt der OG unter den Entwicklern, ne? Oder der Publisher, so rum. So rum. Manchmal sind Stress und Wut Geschwister. Halt einfach nach Notfällen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht, Miles. Nur konzentriert. Sagt Mom auch immer, wenn sie wütend ist. Komm schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt?
mal nachdenken. Das war eine rhetorische Frage. Doch. Einmal haben wir bei dir dieses Brettspiel gespielt und du hast ständig verloren. Ich war nicht wütend auf dich, sondern auf das Universum. Spider-Man ist erledigt. Oh, geil! Geil! Oh Mann, ey. Okay. Hello? Wird kompiliert. Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Melden wir uns bei Miles. So, zu Miles wechseln. Da drüben. Sie konnte kaum atmen. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Ach so, der will das haben. Das werde ich aber nicht benutzen, diesen Sprung. Du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß gerade viel los. Und ich habe Hunger und der Automat hat nur noch diese öden, natriumarmen Cracker. Oh Mann, wie blöd! Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Cooles Wortspiel, das du noch nicht verstehst, aber das wird sich gleich ändern. Echt? Ich hab's auch nicht gespielt. Ich bin auch nicht dazu gekommen. Ich warte immer noch auf ein Update für Lost Planet, wollte ich sagen. Lords of the Fallen. Lost Planet, fuck, Alter, wie komme ich da drauf? Okay, bin da. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Ich hab's ja hier, ne? Ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? Ich werde es noch spielen. Ah, hier. Okay, ich sehe den Starter. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. Servus, Lederschrambler. Flugst richtig gut, oder? Auf jeden Fall, ey. Jetzt kapiere ich's. FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerkdrohne? Na dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Rechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Okay, lokales Netzwerk ist verbunden. Und noch eine weitere. Wie spielt man die frei? Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs. Echt? Und warum kann man die dann kaufen? Ach so. So kann man die kaufen und von Anfang an gleich benutzen, ne? Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. So, ich verstehe. Verstehe. Hey, Hilfe gefällig? Echt, ist die so krass, oder was? Schlüssel weg? Da vorne gibt's einen Schlüsseldienst. Es gibt so viele Typen für einen Transporter? Ist doch übertrieben. Schau dich, Spider-Man. Wie wär's? Naja, wenn ihr stattdessen einfach den Leuten helft. Miko, geht es dir gut? Ja, Ma. Und bei dir? Sie. Ich helfe Gloria in Downtown bei Fies. Oh, hast du schon Mr. Zumida getroffen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spider-Man bringt dich nicht ins College. Wird gemacht, Ma. Versprochen. Ich muss los.
das bloß? Es reicht. Zeit für die schweren Geschütze. Geschütze? Gebt alles, was ihr... Ach, parieren! L1! Oh, Dark Souls ist ja auch schon angekommen, hä? Oder Sekiro? Auf jeden Fall, ey. Boah, geil. Oh, coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Rette uns! Irgendein Kristall brach durch die Hand und hat eine Gasleitung getroffen. Ein Kristall? Ich sehe ihn mir an. Bin ich echt sauer. Hab mit den Erzen geredet. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Okay. Die Erste meint Markus Geist bei Zersprung. Also buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aber die Ärzte sagen, wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus Sand gebaut ist. Okay, Marco. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Sprechender Kristall. Okay. Scheint ein Teil von Markus' Erinnerung zu sein. MJ meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten.